Erst vor kurzem ist ein neuer Field Recorder rausgekommen. Dieses winzige kleine Teil hier, der Zoom F2. Und ihr seht, ich habe hier noch was anderes in der Hand. Und zwar ist es der Sender von der Rode Wireless Go Funkstrecke. Und beide Geräte sind ungefähr gleich groß, machen ähnliche Sachen und kosten auch annähernd gleich viel. Und welches von diesen beiden Geräten für euch jetzt die bessere Wahl ist, das schauen wir uns heute in dem Video an. Viel Spaß! Hey, was geht? Ich bin Daniel vom Play Pause Record und wir schauen uns heute einmal den Vergleich an zwischen dem Zoom F2 Field Recorder und der Rode Wireless Go Funkstrecke. Damit ihr die Soundqualität von den beiden Geräten direkt miteinander vergleichen könnt, habe ich die Rode Wireless Go Funkstrecke und das Lavalier-Mikrofon vom Zoom F2 direkt angeschlossen und der gesamte Sound, den ihr jetzt in diesem Video hört, wurde mit diesen beiden Mikrofonen aufgezeichnet. Wie im Intro schon erwähnt, beide Geräte sind sehr, sehr klein und kompakt. Das heißt, beide Geräte sind gerade mal ein paar Fingerbreit groß und ich kann sie sehr, sehr leicht in einer Hosentasche, in einer Jackentasche oder sonstiges verstecken. Das ist nicht nur gut für so YouTube-Videos, sondern auch gerade für szenische Produktionen kann man das gerne mal nutzen, weil man dann nämlich diese beiden Geräte auch sehr leicht in einem Kostüm verstecken kann. Das Rode Wireless Go ist sogar noch ein Stückchen kleiner. Allerdings ist der Größenunterschied nicht so extrem, dass ich sagen würde, dass es einen enormen Unterschied macht. Die Rode Wireless Go Funkstrecke, muss man allerdings dazu sagen, hat in dem Sender eingebaut ein Mikrofon. Das heißt, ich brauche theoretisch kein externes Lavalier-Mikrofon, was ich noch in diese Funkstrecke einstecke. Ich habe die Möglichkeit, das zu machen, aber ich muss es eben nicht. Das heißt, so wie ich das jetzt auch gerade mache, kann ich einfach den Sender hier an mein Hemd klipsen und kann damit direkt aufnehmen. Das macht dieses Setup extrem einfach und als Funkstrecke ist es wahrscheinlich so leicht zu handeln wie sonst keine zuvor. Sowohl das Zoom F2 als auch das Rode Wireless Go nehmen beide TRS-Stecker an. Das heißt, ich kann theoretisch auch noch andere Mikrofone damit verwenden. Allerdings soll festgehalten werden, das Zoom F2 hat einen Schraubanschluss, was die etwas professionellere Lösung ist, weil damit kann ich nämlich professionelle Mikrofone direkt an dem Gerät befestigen und kann sicher sein, dass die nicht während des Drehs plötzlich rausgehen, weil ich aus Versehen an dem Kabel gezogen habe oder ähnliches. Das hat die Rode Wireless Go Funkstrecke nicht. Damit kann ich zwar auch so ziemlich jedes Lavalier-Mikrofon, was einen Klinkenstecker verwendet, anschließen. Allerdings ist es eben nicht ganz so gesichert, wie es beim Zoom F2 der Fall ist. Ich habe es im Intro schon erwähnt, preismäßig sind die beiden Geräte sehr, sehr nah beieinander. Das Zoom F2 kann man für 150 € bekommen, ohne die Bluetooth-Funktion. Und das Rode Wireless Go kann man für ungefähr 150 bis 200 € bekommen, je nachdem, wie das Angebot gerade ist. Beim Zoom F2 ist in der Verpackung alles mit drin, was man braucht. Also einerseits das Gerät, Batterien zum Betreiben und auch noch ein Ansteckmikrofon. Was allerdings nicht mit dabei ist, eine Micro-SD-Karte, die man für die Aufnahme mit dem Zoom F2 benötigt. Beim Rode Wireless Go hat man noch hier so eine kleine Tasche mit dabei, die überraschend praktisch ist. Also ich kriege tatsächlich das gesamte Equipment, was ich brauche für diese Funkstrecke, kriege ich in dieser Tasche mit transportiert. Außerdem sind noch zwei USB-C-Kabel zum Laden des Geräts mit dabei. Und außerdem kriegt man noch einen Windschutz, der auch mit dabei ist. Den kann man am Sender oben dran klipsen über das Mikrofon, dass bei Aufnahmen im Freien der Wind nicht die Aufnahmen verzerrt. Was die Soundqualität angeht, davon konntet ihr euch jetzt schon die ganze Zeit ein Bild machen. Ich wechsle während der Aufnahme immer zwischen dem Zoom F2, was ich hier mit dem mitgelieferten Lavalier-Mikrofon angesteckt habe, und dem Rode Wireless Go. Von der Soundqualität her sollte der Unterschied nicht ganz so gravierend sein. Allerdings kommt es dann natürlich auch ganz stark darauf an, wer damit aufnimmt. Also je nach Stimme klingt natürlich jedes Mikrofon immer ein bisschen anders. Kommen wir zum großen Vorteil von der Rode Wireless Go Funkstrecke. Das ist die Einfachheit der Bedienung. Also abgesehen davon, dass das Gerät einfach nur angeschalten werden muss und schon kann es losgehen, ist es natürlich auch wesentlich einfacher, wenn ich direkt den Sound von der Funkstrecke in meine Kamera eingeben kann und danach dann keinen Ton und Bild mehr synchronisieren muss. Natürlich ist es kein riesiger Arbeitsaufwand, allerdings spart es einem ein bisschen Zeit, wenn man eben die Aufnahmen einfach direkt so, wie sie aus der Kamera kommen, schon verwenden kann. Ein Nachteil wiederum, und das ist nämlich eine Stärke vom Zoom F2, ist die Lautstärkeregelung. Beim Rode Wireless Go kann ich in drei Stufen die Verstärkung einstellen. Allerdings merkt man, dass ab der zweiten Verstärkungsstufe schon ein ganzes Stück mehr Rauschen im Tonsignal mit drin ist. Und auf der dritten Stufe hat man zwar ein sehr lautes Signal, allerdings ist dann auch ein gutes Stück Rauschen mit dabei. Die erste Stufe, also die leiseste Stufe, reicht in der Regel aus. Also ich verwende hier jetzt gerade auch die leiseste Lautstärkestufe und die Soundqualität ist ganz gut, also das ist überhaupt keine Frage. Allerdings bin ich nicht so flexibel wie mit dem Zoom F2, weil das hat nämlich den großen Vorteil, das ist ein Recorder, der in 32-Bit aufnehmen kann. Das heißt, die Bittiefe legt quasi die Dynamic Range fest von meinem Audiosignal, also vom leisesten Signal bis zum lautesten Signal, wie viel Dynamikumfang habe ich. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn man ein sehr leises Signal pushen will.
Beim Rode Wireless Go kommt dann einfach auch mehr Rauschen ins Signal. Beim Zoom F2 ist es nicht der Fall. Also da kriege ich nicht so viel Rauschen mit, wenn ich das Signal lauter mache. Auch wenn ich ein zu lautes Signal habe, ist das Zoom F2 im Vorteil, weil ich da nämlich die Aufnahme einfach leiser machen kann und ich habe in der Regel kein Clipping. Also ich habe keine Verzerrung, wenn das Signal zu laut wird. Beim Rode Wireless Go ist das allerdings der Fall, weil es eben nicht diese Funktion mit 32-Bit-Aufnahme hat. Wir können das einmal kurz testen. Wenn ich jetzt anfange, sehr laut direkt in das Mikrofon zu sprechen, dann übersteuert das Rode Wireless Go einfach. Also das Signal ist zu laut. Wenn ich allerdings in derselben Lautstärke in das Zoom F2 spreche, dann kann ich den Ton im Nachhinein einfach leiser pegeln und das Signal wird nicht verzerren. Und das ist natürlich ein extrem großer Vorteil. Ich kann mir mit dem Zoom F2 fast sicher sein, dass egal wie laut die Aufnahme wird, ich das Signal immer noch runterziehen kann und keine Verzerrung habe, was natürlich einen wesentlich besseren, professionelleren Sound erzeugt. Außerdem ist das Rode Wireless Go immer darauf angewiesen, dass auch die Vorverstärker von der Kamera, mit der ich die Funkstrecke verwende, gut genug sind. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Canon DSLR filme, ist in der Regel der Vorverstärker nicht so hochqualitativ und daher ist das Tonsignal auch einfach nicht so gut. Beim Zoom F2 habe ich immer dieselbe Qualität, weil der Recorder eben direkt das Signal aufnimmt und ich nicht noch irgendein anderes Gerät dafür brauche. Ein weiterer Vorteil vom Zoom F2 ist natürlich die Reichweite. Egal wie weit ich mit dem Recorder von meiner Kamera weg bin, das ist dem Recorder egal, der nimmt immer auf. Die Funkstrecke allerdings verliert ab einer gewissen Distanz einfach das Signal, vor allem wenn ich mich weggedreht habe. Dafür habe ich einen kleinen Test draußen gemacht und habe mal geschaut, ab welcher Distanz bricht das Signal von der Rode Wireless Go Funkstrecke ab. Und das Zoom F2 nimmt natürlich auch in so einer Entfernung noch ohne Probleme auf. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier draußen können wir jetzt einen kleinen Vergleich machen, was die Reichweite angeht. Klar, der Vorteil sollte da eigentlich beim Zoom F2 liegen, weil der sowas wie eine Reichweite nicht hat. Der kann aufnehmen, egal wie weit ich vom Sender entfernt bin. Der Empfänger vom Rode Wireless Go ist jetzt hier oben auf der Kamera angebracht und ich gehe jetzt einfach mal von der Kamera weg und wir schauen, ob auf die Distanz sich irgendwas verändert. Schauen wir mal. Okay, hier ist schön matschig, geil. Hier sind wir jetzt in etwa 10 Meter Entfernung. So ist die Verbindung vom Rode Wireless Go. Das Zoom F2 nimmt natürlich ohne Probleme weiter auf. Jetzt sind wir etwa 50 Meter von der Kamera entfernt. So ist die Verbindung vom Rode Wireless Go. Achtet auch drauf, wenn ich mich von der Kamera wegdrehe, ob das irgendeine Auswirkung hat auf den Empfang von der Funkstrecke. Schauen wir mal. Jetzt sind wir noch mal 10 Meter weiter weg, vielleicht bei ungefähr 50 Metern angelangt. Wenn ich mich zur Kamera hingedreht habe, sollte der Empfang ein bisschen besser sein, weil es direkt auf Sichtlinie ist. Wenn ich mich aber wegdrehe, kann es sein, dass das Signal schon abbricht. Ich habe beim Rode Wireless Go schon manchmal die Erfahrung gemacht, wenn man sich auf eine größere Distanz wegdreht, dass der Körper quasi und man dann keinen so guten Empfang mehr hat. Jetzt sind wir ungefähr 60 bis 70 Meter weit. Mal schauen, ist die Verbindung immer noch da vom Rode Wireless Go. Schauen wir mal weiter. Ach, hier ist matschig schön. Die genaue Entfernung kann ich jetzt nicht messen, aber wir sind so bei etwa 90 bis 100 Meter Entfernung angelangt. Und ihr merkt, mit dem Zoom F2 logischerweise kann ich noch weiterhin aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Mit dem Rode Wireless Go komme ich jetzt allerdings schon ab und zu Signalausfällen. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. Wenn das Rode Wireless Go auch auf diese Distanz, vor allem wenn ich weggedreht bin, auch immer noch solide aufnimmt. Ja, schauen wir mal. Ich kann in der Distanz herum und ihr könnt sehen, ob das Signal vom Rode Wireless Go immer noch da ist oder nicht. Jetzt versuche ich hier mal durch den Schnee nach unten zu kommen, ohne zu stürzen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Wunderbar. Die Reichweite vom Rode Wireless Go ist eigentlich für die kleine Größe dieses Gerätes ziemlich erstaunlich. Ich drehe mich jetzt ab und zu auch noch mal um. Für die kompakte Größe vom Rode Wireless Go ist natürlich die Stärke, die Sendestärke gar nicht so schlecht. Also ich muss auch sagen, in den allermeisten Fällen reicht diese Reichweite vom Gerät absolut aus. Ich brauche selten eine Funkstrecke, die über eine längere Distanz funktioniert. Vor allem, weil man in so einem Fall auch eine andere Audiolösung finden kann. Von daher sollte eigentlich eine so große Distanz überhaupt kein Problem sein. Und wenn ihr mal den Fall hättet, dann wärt ihr natürlich mit dem Zoom F2 ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt sind wir wieder bis auf ein paar Meter am Empfänger dran.
So. Und da sind wir wieder. Man sieht in dem Vergleich halt klar, dass Zoom F2 die Nase vorne, weil ich nicht darauf achten muss, dass Sender und Empfänger immer nah genug beieinander sind. Schauen wir uns noch ein weiteres Feld an, wo wieder das Zoom F2 einen leichten Vorteil hat, zumindest in meinen Augen. Und zwar die Stromversorgung. Schauen wir uns nur die Akkulaufzeit an, gewinnt das Zoom F2, weil ich damit zwischen 10 und 15 Stunden aufnehmen kann, je nachdem, was für eine Art Batterie ich verwende. Das Zoom F2 wird mit zwei AAA-Batterien betrieben, hält damit eben relativ lange und die Rode Wireless Go Funkstrecke hält ungefähr 8 Stunden durch. Das ist auch kein schlechter Wert, das heißt, meistens komme ich durch einen Drehtag oder einen kleineren Dreh mit dem Rode Wireless Go schon durch. Allerdings ist das Wichtige, die Akkus sind fest verbaut. Ich kann die mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel zwar jederzeit aufladen, allerdings, wenn die Akkus irgendwann mal leer sind, dann muss ich die erst wieder aufladen, bevor ich das Gerät verwenden kann. Beim Zoom F2 nehme ich einfach die Akkus bzw. Batterien raus, setze neue ein, zack, und ich kann wieder 15 Stunden aufnehmen. Das ist ein immenser Vorteil, gerade wenn man länger unterwegs ist oder wenn man nicht immer die Möglichkeit hat, die Akkus von der Funkstrecke aufzuladen. Also auch da sehe ich einfach einen kleinen Vorteil beim Zoom F2. Kommen wir zum schließlichen Fazit und zur Beantwortung der Frage, welches der Geräte ist denn nun besser? Und jetzt kommt die Antwort, die niemand, der sich so ein YouTube-Video anschaut, immer hören will, und zwar, kommt drauf an. Man kann es natürlich nicht objektiv sagen, das eine Gerät ist besser als das andere. Wenn ihr mich subjektiv fragt, dann würde ich sagen, bei mir hat das Zoom F2 ein bisschen die Nase vorne. Die Einsatzmöglichkeiten sind ähnlich. Ich habe allerdings nicht das Problem, dass der Akku irgendwann leer ist und ich erstmal warten muss, bis er wieder aufgeladen ist. Und außerdem sind die 32-Bit eine extrem gute Funktion, dass ich mir keine Sorgen machen muss, ob das Signal zu laut oder zu leise wird, was bei der Funkstrecke einfach der Fall ist. Und natürlich, dass ich unabhängig bin von der Reichweite der Funkstrecke. Das heißt, ich kann auch theoretisch in 200 Meter Entfernung oder wenn ich mich drehe oder wenn irgendwelche Hindernisse zwischen mir und der Kamera sind, kann ich mit dem Zoom F2 ohne Probleme noch aufnehmen. Bei der Funkstrecke löst es einfach Probleme aus. Von daher fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer, wenn ich mit dem Zoom F2 arbeite. Die Rode Wireless Go Funkstrecke ist allerdings etwas leichter zu bedienen. Also es ist im Prinzip Plug and Play, reingesteckt, angeschalten, los geht's. Ich brauche kein zusätzliches Mikrofon, das heißt, ich kann einfach mit dem Sender direkt arbeiten und außerdem muss ich im Nachhinein den Ton und das Bild von meinem Video nicht miteinander synchronisieren. Das ist ein großer Vorteil. Arbeitsaufwand bzw. wie leicht man mit Geräten arbeiten kann, ist natürlich eine extrem wichtige Frage, vor allem wenn man tagtäglich Videos produziert, dann will man keinen großen Aufwand haben. Und versteht mich nicht falsch, die Rode Wireless Go Funkstrecke habe ich bisher bei jedem Projekt, wo ich sie verwendet habe, wirklich geliebt, weil sie eben sehr einfach zu handeln ist, einen guten Ton macht. Also, you get the picture, es ist wirklich auch ein sehr, sehr gutes Gerät. Ihr müsst jetzt natürlich schauen, was ist für euch wichtiger. Ist es wichtiger, dass ihr ein Gerät habt, was etwas leichter zu bedienen ist und wo ihr wirklich in einem kleinen Set alles dabei habt? Oder habt ihr lieber ein Gerät, was die etwas höhere Leistung verspricht und wo ich zum Beispiel auch die Akkus noch auswechseln kann? Das sind Fragen, die müsst ihr natürlich für euch selbst beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Übersicht geben darüber, was die Vor- und Nachteile von jedem Gerät sind. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert vielleicht sogar meinen Kanal. Ich mache hier jede Woche Videos rund um Audiotechnik und um Videotechnik und versuche euch zu helfen, mit eurem Content schneller voranzukommen. Das war's soweit von mir. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.